Hallo meine lieben Zuschauer, willkommen zurück zu einer neuen Episode des Football Managers 2019. Durchtrag auf Fortfahren, weil es sind noch knapp 13 Tage bis zur nächsten Partie, da wir jetzt eine Länderspielpause haben. Und ich würde ungern da noch viel Zeit verlieren, deswegen direkt fortfahren. Zur letzten Partie kann ich euch noch kurz was erzählen, da haben wir recht souverän mit 4-1 gewonnen gegen Eintracht Frankfurt und konnten damit unseren Vorsprung auf satte 7 Punkte erhöhen. Das ist echt krass. Also 7 Punkte, 9 Spieltage vor Schluss. Muss man dann erstmal wieder verspielen können. Und ja, unser nächster Gegner zu Hause Augsburg. Das ist auch ein Gegner, wo wir eigentlich gewinnen müssten. Aber man weiß ja, es gibt immer mal Ausrutscher, wenn man vor allen Dingen die Bälle nicht reinmacht. So wie es gegen Bremen war. Kann es sein, dass man am Ende dann doch noch alles verspielt. Von dem her wollen wir natürlich versuchen, ja, da sehr bedacht daran zu gehen. Den Gegner ernst nehmen vor allen Dingen. Ja. Allerdings darf man natürlich nicht vergessen, ich glaube direkt danach, oder? Ja, direkt danach kommt dann das Spiel, das Rückspiel gegen Atletico. Also je nachdem eventuell ein bisschen rotieren. Muss man dann mal gucken. So, wir haben keine Länderspielpause, aber trotzdem kein Spiel. Okay, also machen wir doch lieber noch ein Testspiel zwischendurch. Das ist, glaube ich, ganz gut. Gerne auch auswärts. Gegen einen kleineren Verein. Torpedo Kutaisi. Ja. Warum nicht? Kann man ein paar Spieler spielen lassen, die ein bisschen Spielpraxis brauchen. Allen voran Arne Meyer, Niklas Stark. Und die werden nicht allzu viel Spielpraxis verlieren. Torpedo Kutaisi hört sich ein bisschen georgisch an. Ja. Wusste ich natürlich. Ne, aber hat es halt so ein bisschen ähnlich angehört. Von daher dachte ich mir, könnte ein georgischer Verein sein und war es auch. Letzten Endes. So, und danach genau noch 7 Tage bis Augsburg. Komisch, dass wir da kein Spiel haben, aber ist halt so. Mit Daniel Dur mit der schlechtesten Trainingswoche. Der ist halt unzufrieden. Weil er kaum spielt. Ich kann es natürlich verstehen. Auch wenn es trotz des ja schon kleinen Kaders etwas schwer ist für ihn zu spielen. Ist nun mal so. Und jetzt hier gerade neue Jugendspieler. Ui, Stefan Wald. Ein Keeper, sehr schön. So, wie immer nehme ich mal so die 10 besten, die wir haben. Dann noch Grzegorz Sikorski. Dann den Engländer Jack Anderson. Frank Herrmann. Wobei wir haben ja schon sehr viele Spieler, deswegen nehme ich nur mal die 5 besten. Und noch Faruk Lisalovic. Wenn man sich unsere U17 und U19 anguckt, ja, einige, selbst wenn hier einige weggehen. Wenn es doch noch ordentlich, wobei komm, warum nicht? Die müssen ja nicht immer alle sofort spielen. Lieber einen zu großen und 19 Kader haben als einen zu kleinen. Nehmen wir einfach mal 8 Stück. Dann noch den guten Hans und Mato Kovacevic. Gut, dann würde ich noch kurz gucken, ob wir vielleicht unser Jugendtraining wieder erhöhen können. Sehr gut. Wurde erhöht und kommt jetzt auf eine einzigartige Stufe. Jugendtraining ist noch durchschnittlich. Okay, muss auf jeden Fall noch erhöht werden. 4 von 7, das ist zu wenig für den Verein wie den BVB. Okay, Niklas Stark wird spielen. Arne Meyer. Auf jeden Fall Daniel Dur. Aschraf. Der Rest hat 100%. Brauchen wir nichts machen. Die drei Jungs hier können auch. Komm.
René Pierre für Jaden und Nico Moussa für Nabil. So können wir auch. Oh, Joscha muss auch noch spielen. 84% Spielpraxis ist zu wenig. Für Rafa. Oh, das hat Arne Meyer aus Versehen rausgetan. Oh. Muss ja nicht perfekt stimmen von der Position her. Genau. So haben wir halt weniger Spieler, die sich dann verletzen könnten, beziehungsweise weniger von der Stammelf, von den ersten 18 Spielern, die sich verletzen können. Also die Wahrscheinlichkeit ist geringer. Natürlich wünschen sie auch den jungen Talenten keine Verletzung, weil wir die brauchen in Zukunft, bestimmt. Tore durch Tashir, Dur, Stanks, Stanks. Perfekt. Direkt weiter fortfahren. Es sind noch 7 Tage, kein Verletzter. Konnten Spielpraxis sammeln. Alles im Lot. Und hatten mal eine schöne Fahrt nach Georgien. Ist bestimmt auch ein schönes Land. Da kenne ich mich jetzt nicht so aus, aber die werden auch ihre schönen Gegenden haben, oder? Spielt unsere Jugend gegen die Kandidaten, wenig Potenziellen. 2 Spiele? Hä? Die Kandidaten gegen die Jugend und die Jugend gegen die Kandidaten? Was auch immer das jetzt heißen soll. Jedenfalls nun 1-1. Man muss sagen, Stefan Wald ist erst 14. Donnarumma ist schon 22, 23. Also rein theoretisch könnte er ein guter Nachfolger sein. Wie alt bist du denn, Gigi? 23. 9 Jahre älter. Das heißt, ist er 30, wäre Wald 21. Könnte man also langsam aufbauen. 5 Tage noch bis Augsburg. Ich wüsste aber zu gern, warum da kein Spieltag ist. Es könnte aber auch gut dieses Spiel sein, was wir dafür immer in der Hinrunde haben, weil wir haben ja immer jetzt 18 Ligaspiele in der Hinrunde hier. Könnte genau das Spiel sein, was es hier fehlt. Das war nur in der Theorie, aber das ist logisch an. Braunschweig gegen Leipzig und Gladbach gegen Köln. Die Ergebnisse. Ach, das war glaube ich Pokal, okay. Da, wo wir nicht mehr sind. Leider. Naja, da sind wir schon sehr unglücklich ausgeschieden. Auswärts in Wolfsburg. Dadurch wird es leider kein nationales Double geben. Weil den Supercup nicht dazu zählt. Das ist nicht so ein ganz Tour. Ist halt nur ein Spiel. Und eine Prellung, gut. Und er ist der Einzige, der noch verletzt ist jetzt. Für diesen einen einzigen Tag. Leverkusen auswärts in Manchester. Kommt da noch vielleicht irgendwas? Wäre schön. Wäre eine kleine Sensation. 1-1. Gut geschlagen. Trotzdem ausgeschieden. Geht schlimmer. 2-1 nach 2 Spielen gegen Man City auszuscheiden. Im Achtelfinale. Können die zufrieden sein. Kylian Mbappé. Die würde ich auch gerne haben, ne? So 5 bis 10 Millionen mindestens würde ich für ihn zahlen. Also sieht man jetzt das neue Jugendtraining ist ein Niveau. Auch immer nicht. Okay. Dauert anscheinend ein bisschen, bis das Geld dahin fließt. Oder was auch immer da genau gemacht werden muss. Freiburg gegen Werder Bremen. Start des Spieltags.
Freiburger gewinnen. Nicht gut wie Bremen. Für Bremen. Die haben es sehr schwer. Peter ab wieder mit der besten Woche. Und diesmal keiner, der schlecht gespielt hat. Also auch nicht Daniel Dur. Na, immerhin. Jetzt also Augsburg. Der FCA, gegen den der BVB ja vor ein paar Tagen erst 5:1 gewonnen hat. Ich hätte nichts gegen dieses Ergebnis. Vor allem im Hinblick auf das Ziel, 100 Ligatore zu schaffen. Wäre das natürlich sehr wichtig. Aber am Ende würde ich auch ein 1:0 mitnehmen. Hauptsache ein Sieg, um noch einen weiteren Riesenschritt zu machen. Und je nachdem, wie Leverkusen spielt, kann es ja noch besser für uns aussehen. Auch nur noch ein Punkt bis zum ersten. Sehr gut. Und Frölich hat wieder gespielt. Also wenn man sich die erste Mannschaft anschaut, dann ist das schon sehr krass, was man da so aufgestellt hat. Schäden, dann Nabil. Alle sind topfit, gefällt mir. Zagadou viel stark, der hat noch, wobei der kann ruhig spielen. In der heutigen Partie. Donnarumma kriegt noch eine Pause. Arne Meyer kann auch spielen von Anfang an. Noch nicht bei 100%, kann eventuell zur Pause raus. Aber da kann ja Sergio beginnen und später kann ja unser guter Arne, wenn es sehr gut läuft, zur Pause direkt rein. So, Daniel Dur natürlich raus, aber ich würde ihn gerne auf der Bank behalten. Für Donnarumma. Vielleicht kann ich ihn auch eine Halbzeit schenken, je nachdem, wie die Partie so verlaufen wird. Und Joscha noch. Hakimi, damit Felix beginnen kann. Oder Joscha beginnt. So. Hat, glaube ich, lange nicht mehr von Anfang an gespielt. Hat er sich mal wieder verdient. So. Los geht's mit der nächsten Partie. Sie warten natürlich einen Sieg, um Leverkusen weiter stark unter Druck zu setzen. Es ist nur eine einzige Niederlage. Ich hoffe, es bleibt bis zum Ende der Saison so. Weil dann müsste es eigentlich reichen. Für den Titel. Brahimi mit der ersten Chance. Wieder Brahimi. Kommt ein Konter oder war ist das etwas? Ich muss sagen, 11 Minuten gespielt, 2 Schüsse, 2 Highlights für Augsburg. Nicht für uns. Jetzt haben wir Guerrero. Auf Diallo 1:0. Erste Chance, erster Treffer. Und allgemein erstes Saisontor von Abdou. Na gut. Da läuft es offensichtlich nicht so gut, aber nach einem Standard sind wir immer zur Stelle. Schönes Tackle von Bentaleb. Aber verliert den Ball. Hallo auf Jaden. Kann ihn festmachen. Schickt Fiete ab. Sehr gut. Den macht er. Komm, den machst du aber, oder? Bei Fiete ab. Wusste ich gerade. Den macht er. Perfekt. 2 Schüsse, 2 Tore. Fehlt uns damit noch 24 Treffer. Bis zur 100-Tore-Marke. Ich denke, ich werde auf jeden Fall Daniel Dur zur Pause bringen. Und jetzt haben meine beiden Innenverteidiger eine gelbe Karte. Auch nicht so prickelnd. Ibrahimi. Mit der nächsten Gelegenheit. Wieder wir drin. Wagnermann auf Gomez. Bentaleb, der mit sehr viel Platz hat. Guerrero. Nabil. Jo, okay. Da war Giefer etwas erfordert mit dem Ball. Eckball Rafa. Nächste Gelegenheit. Ansonsten haben wir jetzt nichts zugelassen. 2 Freistöße.
Waren auch nicht gefährlich. So. Es sieht so aus, als würden sie auf Standardsituationen spielen, okay? Wollen also, dass wir faulen und dann irgendwie aus dem ruhigen Ball was zu machen, okay? Arne Meyer kommt in die Innenverteidigung für Diallo. Daniel Dur in den Sturm für Arp. Den dritten Wechsel spare ich mir auf. Wir müssen ja noch ein bisschen aufpassen. Ein 2-0 ist ja noch kein Sieg. Andere an, schön raus auf Richter, stark kann klären. Andermeier kann auch in der Innenverteidigung spielen, ne? Kann er nicht, okay. Egal, macht er jetzt einfach mal. Guerreiro, okay. Mit etwas Glück zu Kelvin Stanks. Und er macht das 3-0, die Entscheidung. Also, wer hat am wenigsten Condition? Sergio natürlich, Kelvin Stanks. Joscha, man muss ja ein bisschen achten wegen Champions League. Tun wir mal Sergio rein, Kelvin ins Zentrum. Christian nach rechts, dann aber als Flügelspieler. So. Bisschen rumrotiert. Kann man ja machen. Bei so einem Ergebnis und schon einer kompakten, ordentlichen Leistung. Ein langer Ball ins Nichts. Arne Meyer hat den natürlich. Oh. Daneben gesprungen. Ibrahimi. Und der Julian mal sich ein bisschen strecken heute. Auf jeden Fall mal loben. Eine schöne, souveräne Leistung. Zwischen Champions League Spielen gegen einen vermeintlich leichten Gegner ist auch nicht immer so einfach. Und Kelvin Stanks zeigt auch, dass der ein Torriecher hat. Der hat seine Qualitäten. Und 3 Tore. Daniel Dur, machst du einen Treffer? Auch wenn es abseits war, war das schon eine Riesenchance für Daniel. Schade. Ne, 30 Minuten noch. Das Wichtigste wäre jetzt einfach kein Verletzter. Am besten noch zu 0. Damit wir bei nur 17 Gegentreffern bleiben. Wagner mal passt auf. Kelvin Stanks schön vorbeigespielt. Bekera noch sehr blass heute. Aber dieser schöne Außenrisspass raus auf Guerreiro und Christian Pulisic mit dem vierten. Schön gespielt. Eine schöne Kombination. Eine Grätsche, Nabil. Ach, schon wieder daneben. Okay, das war keine so gute Ansprache. Dann Konter der Augsburger. Schöne Parade. Kommt noch ein fünfter Treffer. Würde uns gut zu Gesicht stehen. Was macht da Pollersbeck?
Ja, mit dem 4-0 wäre ich auch zufrieden. Aber gesagt, 5-1 wäre auch okay. Wie in der Liga, in der Realität. Aber 1-0 ist mir dann noch lieber. Jaden wieder gut aufgepasst. Christian gestoppt. Leipzig 0-0. Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, das wird wahrscheinlich die beste Saison, die wir bislang hatten. Im vierten Jahr. Schnell nochmal mit einem schönen Dribbling. Raus auf Christian. Und Doppelpack. Im sechsten Spiel. Fehlen noch 21 Tore. In 8 Spielen. Sieht wieder nach einem Sieg aus und vor allen Dingen nach dem 0. Wird nicht besonders. So, gewonnen. 5-0. Gibt nicht viel zu sagen. Wir haben die Spieler schonen können. Teamansprache machen wir auch noch. Super Ergebnis. Bei 88% Spielpraxis stark bei 94. Duba wieder bei 87. Sieht doch gut aus, ne? Gut, das war's dann wieder von heute. Bis dann.